Jagen heißt Mission 9 und es geht darum, Hintergrund, Geheimdienstinformationen der Flotte berichten, dass die turgianischen Streitkräfte alle ihre Einheiten an einem bestimmten Punkt zusammenziehen. Dies ermöglicht Starway Fleet, die feindlichen Schiffe einen nach dem anderen abzufangen, die in Richtung Rendezvous-Punkt fliegen. Ein wichtiger turgianischer Kreuzer hat einen Kurs durch den Sektor äußere Planeten 7848S eingeschlagen. Eine Gruppe Jäger der Starway Fleet steht bereit, um einen Angriff zu fliegen. Das alleinige Ziel dieser Mission ist es, den turgianischen Kreuzer zu zerstören. Ja, bis jetzt war das doch ziemlich einfach immer gewesen, die wegzukriegen. Zumindest auf easy. Das ist natürlich auch so eine Sache. Also die Mission bei einem Free Space oder so waren ja in der Regel länger. We have contact. Fighters, mehrere Phasen und sowas. On the high power cannons of the Torgian carrier. Let's hit them. Copy that. Ja, das waren halt auch alles teure, volle Produktionen. Ne? Also klar, aus einer anderen Zeit. Aber nichtsdestotrotz. Mit den Assets, die sie so haben, also da noch mal ein bisschen rübergehen. Und noch ein bisschen an den Missionen basteln, ein bisschen drumrum bauen. Das, was sie hier haben, ist schon echt geil. Jetzt weiß man natürlich nicht genau, wie die Script-Software ist, die das Ding quasi steuert, wie aufwendig das ist. Das große Problem, also wie flexibel sind diese Spiele, was so Missionsgestaltung angeht. Wie mächtig sind die Tools? Früher wurden ja bei sowas oft auch noch Missionseditoren und so veröffentlicht. Die sind natürlich auch alle. Das ist halt echt kein Kinderspiel, diese Dinger zu bedienen. Man spielt es dann so in 10 Minuten weg und da hat dann irgendwie eine Ewigkeit dran gearbeitet. Das war's schon. Dann kriegt er jetzt hier Torpedos rein. Das war merkwürdig kurz. Wisst ihr was? Das war mir jetzt zu kurz. Dann machen wir Mission 10 gleich hinterher. Also da hätte jetzt noch mehr passieren müssen. So, hier. Trappist 1, Mission 10. Das turgianische Kommandoschiff hat es geschafft, das Trappist 1-System zu erreichen. Im Augenblick sind sie dabei, den Sektor zu scannen und Umgebungsdaten zu sammeln. Unsere Einheiten vor Ort umfassen eine kleine Gruppe Jäger. Sie sind gerade dabei, den Feind anzugreifen. So, sollen wir jetzt hier nur das Kommandoschiff zerstören? Ein bisschen komisch für die, ich sag mal in Anführungszeichen, letzte Mission. Concentrate fire on the laser turrets. Roger that. Das ist aber auch ein Monster, ey. Früher in den Spielen, also in sowas wie Free Space, dadurch, dass man zum Beispiel nicht rückwärts fliegen konnte und auch das mit dem Straven noch nicht so verbreitet war, es gab zwar eine Taste dafür, aber ich glaube, man hat es kaum benutzt. Da war das ja eben auch mehr, wie schon mal gesagt, wie so eine Actionflugsimulation. Und da musste man halt immer wieder neue Anläufe nehmen, um diese Schiffe anzugreifen. Also mal wieder irgendwie anfliegen und versuchen, an den Geschützen vorbeizukommen. Und was dann auch, was man auch total oft gemacht hat, so also ein Klassiker in dieser Art von Spielen ist, sich einen toten Winkel zu suchen, wo man sich dann reinparkt und einfach nur noch auf die Hülle des Schiffes schießt. Irgendwo in irgendeinem komischen Winkel war das dann meistens so, dass man da die Schiffe ganz, also dass man sich vor den Geschützen des Schiffes verstecken konnte
die feindlichen Jäger nicht gut an einen rangekommen sind, dann hat man halt irgendwie versucht, die Punkte von den Schiffen zu schießen. Ja, ich bin ja schon dabei. Und Klassiker war ja auch damals immer noch so, Dings ausschalten. Torpedos abschießen. Also wenn die dann Gefahr liefen, große Capital Ships zu erwischen, dann musste man halt Torpedos jagen. Ich weiß noch, bei Star Lancer gab es eine Mission, da waren die mit Torpedos dann auch teilweise noch getarnt. Die sind immer mal wieder rausgekommen, also mussten immer wieder, um Kurs zu korrigieren, ihre Tarnvorrichtung deaktivieren. Und die zu erwischen, das war schon echt ganz schön schwierig. Generators destroyed. Throw everything you have on the hull. Das geht merkwürdig schnell, die Dinger dann zu zerstören. Nice job. Also die beiden Missionen waren jetzt echt ein bisschen lame. Da hätte jetzt mehr passieren müssen. Ja. Das ist aber, glaube ich, auch dann erstmal alles, was man jetzt hier so für 10 Euro machen kann, zumindest was diese Art von Mission angeht. Man kann die natürlich auch auf höherem Schwierigkeitsgrad spielen. Dann ist das halt alles auch deutlich gefährlicher. Da gibt es noch hier so einen Überleben-Modus, den gibt es in zwei Varianten. Da muss man dann eben mehrere Wellen entweder von Großkampfschiffen oder von kleinen Jägern kämpfen. Und dann gibt es noch hier eine maßgeschneiderte Schlacht, da kann man dann eben sagen, welche Schiffe man gerne drin haben will, wer alles mit dran teilnehmen soll. Und dann sieht man hier auch die ganzen Schiffe. Und denen werden dann Gegner entgegengeworfen. Das kann man, glaube ich, auch an verschiedenen, vor verschiedenen Locations machen. Also da spielen sie im Grunde genommen bloß ein bisschen mit den Assets, die sie haben. Da hat man hier unter Umständen mal eine recht volle Flotte. Zuschauen, wie sie sich gegenüberstehen. Da merkt man dann natürlich auch ein bisschen, dass die Beamwaffen fehlen, weil das würde natürlich auch nochmal krass aussehen, wenn jetzt hier noch Beamwaffen dabei sind. Allerdings sieht das halt mit den Laserkanonen auch schon sehr, sehr cool aus. Ja, ein cooler Ansatz für 10 Euro, wirklich eine nette Geschichte. Man könnte noch so viel mehr rausholen und so viele Ansatzpunkte, wo irgendwie was besser sein könnte, aber ich finde, diese Starway Fleet zeigt einfach wahnsinnig gut, wie sehr ich diese Art von Spiele vermisse. Also, wie schade es auch ist, dass es das so in der Form nicht mehr gibt. Oder schießen die auf das Ding hier oben, oder was? Oh, jetzt sieht man hier auch mal Torpedos ankommen. Ja, die stehen sich jetzt hier eigentlich nur gegenüber, das ist ganz schön lame. Nichtsdestotrotz, irgendwie ganz nett. Und dann gibt es noch... Da gibt es unterschiedliche... Ach genau, man kann das mit den Capital Ships machen und man kann das mit Jägergruppen machen, aber das ist halt wirklich nur so reingeworfen. Und da gibt es hier Multiplayer, da muss man aber nicht hoffen, dass man irgendjemanden findet. Tja, das ist so ein bisschen die Tragik von diesen kleinen Spielen. Wenn dir das Spiel gefällt, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Ah ja, okay. Kann man hier positive Bewertung abgeben, wenn man möchte. Oh, und da habe ich aus Versehen das ganze Spiel ausgemacht. Ich wollte noch gar nicht komplett rausgehen. Naja, dann habt ihr jetzt hier noch ein bisschen schwarzen Bildschirm zum Abschied. Das war Starway Fleet. Wenn da mal eine neue Mission kommt, spiele ich die natürlich gerne. Und ich fände es halt geil, wenn sie einen zweiten Teil machen könnten mit mehr Geld und einfach mehr drum rumbauen könnten, weil das wäre halt super mit längeren Missionen und so. Ja, schöne kleine Sache. Gerne mehr schöne storybasierte Weltraumspiele, lieber Entwickler. Aber ich kann schon verstehen, dass euch das niemand abkauft und ihr das deshalb nicht mehr macht. Sind wir selber schuld, weil wir nur noch irgendwelche anderen Scheißspiele spielen. Irgendwelche Multiplayer-Shooter, verdammte Axt! Naja, also ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit und ja, wir sehen uns in irgendwas anderem. Bis dann, tschüss.